Hallo YouTube, mein Name ist Marcies, bin 16 Jahre alt und komme aus Mainz, so wie Tutti und Hanna. Echt? Du kommst aus Mainz? Mainz. Hey, ich habe euch so oft getroffen. Der trifft uns auch immer. Ich habe euch. Ich hab, Ey, sorry, jetzt hab ich also ein Gesicht einmal dafür. für Leute, die irgendwie so was mit so Drogen ein bisschen so triggern, deswegen Trigger Warning. Ich fange es aber mal an mit der Story. Mach. Es war jetzt ein Jahr her. Ich war mit Freunden draußen und wir waren halt, also ich war so eine Person, Tutti Horner, ihr kennt ja Höfchen. Und Ja. ich hatte halt, sag ich mal, so eine Höfchenzeit. Also da waren halt immer so Kanaken, wir haben so zusammen gechillt. Die meisten haben halt dort geraucht und so. Und da hatte ich einen sehr, sehr guten Freund. Also zu der Zeit war er sehr, sehr gut bei mir. Und ich habe halt mit ihm geredet und er hat mir gesagt, ja, also das war an so einem Tag, wo wir dann uns getroffen haben am Höfchen. Er so, ja, ich muss noch was abholen. Kommst du mit? Ich so, ja, klar, kann ich machen. So, Oh ich komme Gott. mit, ne? Und ich war schon so, ich hatte schon ein bisschen Angst, ne? Dann ich komme mit, auf einmal. Er sagt so, warte hier. Ich warte. Und er kommt wieder zurück mit so drei Typen hinter sich. Er sagt so, ja, das sind meine Freunde. Ich so, hallo. Der so, ja, willst du was kaufen? Ich so, was meinst du mit kaufen? Ich habe nur Taschengeld, drei Er Euro. so, ja, ich hab so 10 Euro dabei. Okay, nein, das ist viel. Ich hatte, glaube ich, nur so 2 Euro dabei oder so. Ich so, nein, ich habe nichts dabei. Auf Okay. einmal, ich bin so komplett in Stille, weil ich war so, was soll ich jetzt sagen? Und ich habe dann irgendwie einfach so gesagt, Wieso hast du nee, dich erstmal alles nach gut, Preis gefragt? Alter, was muss ich denn Preis? Berechtigte Frage. Ich war so, ja, ne, eigentlich schon. Naja, also ich habe einfach so, ich war einfach dann so ruhig und ich habe dann einfach so gesagt, ja, nee, alles gut, ich habe schon ein bisschen was zu Hause, weil der Freund, Man denkt, das sind so Kräuter. Alles gut, ich habe schon diese ja, Fixpacken zu Hause. so nah dran so. Da ist gut, ich habe noch zu Hause. So mäßig, so, das ist so wie Kräuter oder so. Oder so. Wir gehen so weiter, wir laufen, wir gehen gerade zur Bus, zur Bahnhaltstelle. Ja. Auf einmal, er fängt an, neben mir Das so zu bauen. ein sehr besonderes Gras zu nehmen. Aha. Und ich war daneben und ich Einfach denke mir so, ah, Kulturschock okay. so. Ja, ich hatte wirklich Kulturschock, Digga. Ich war so, hallo? Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt war ich ja 14 und ich bin da erst 15 geworden. Und da war ich noch 14. Und so als 14-jähriger Junge, schon Schock irgendwie. Wie alt war dein Freund? Der war 16. Also, es war schon so ein bisschen Unterschied. Ich hab halt zu der Zeit eher so mit Älteren gechillt, weil ich war so ein richtig nerviges Kind. Ich sag so, ja, ich komme nicht so gut mit Leuten in meinem Alter klar, weil ich bin reifer als alle. So war ich. Sind wir in die Bahn reingegangen und er hat gerade so sein noch so weggemacht. Okay, oh, darf ich das sagen? Nee, ne? Jetzt hast du schon Jetzt gesagt. Ist schon draußen, ja, scheiß drauf. scheiße. Dann sind wir halt reingegangen in die Bahn und dann habe ich halt so gesagt, ey Leute, ich muss jetzt gehen. Und dann war alles gut. Jetzt kommt halt das Schlimme. Das Ich war war gar nicht das dann Schlimme, das war so, so es geht. Einleitung noch. Jetzt kommt Hauptteil. Ich war Nein, gespannt, was das war kommt. Einleitung. Ah, perfekt. Also, es wird noch schlimmer. So, ich war nächsten Tag, war ich draußen, also nicht nächsten Tag, das war 2 Tage, 3 Tage, war ich dann draußen und ich bin gerade so gelaufen, so an so einer Polizeistation. Ich glaube, ihr kennt die am Goethe? Dingsabumser. Ja, Goethe. Und ich laufe da entlang, ich denke mir nichts dabei, auf einmal ich sehe diese drei Typen. Mir kam in den Kopf dieser Gedanke, soll ich jetzt zur Polizeistation gehen und denen sagen, dass die Dinge verkaufen? Weil ich habe so gehofft, dass ich dann so dafür so Geld bekomme oder so. Hast du das So, gemacht? ja. also ich bin. Hast du die verraten? Also, ja. Also, ich verraten, ich kannte die ja gar nicht. Ey, aber Und ich gut. war so, Das, ey. nee, wirklich gut. Oh, Wirklich du bist cool. so eine Petze, Alter. Du bist die Petze aus der Klasse, ne? Die fragt, ob Hausaufgaben schon kontrolliert wurden. Tutti, Sagst das ist gut du? Sagst gelöst. du, Digga? Die Ey, ich biefen bin. sich, eine Petze. Einfach, ey. Die biefen sich. Du hast deine Freunde verraten. Snitch. 31 Hast Horner Jahre, du bist ja schlimmer verraten. als Ich weiß Bushido. ganz genau. Basis. Was? Was Du für? Snitcher. Ey, du snitchst selber. Ich weiß jetzt schon. Safe, du hast andere Freunde als Horner. Leute, ganz kurz, Ja. wir müssen hier kurz ein Statement setzen. Es ist gut, dass er das gemacht hat, weil, wenn ihr sowas seht, Leute, meldet das der Polizei, gell? Nur so, dass wir da auch ein bisschen aus dem Schneider sind. Das und Tutti schneiden wir raus, Digga. Digga, Masis, ich wollte dir gerade was anvertrauen, aber ich habe Angst, dass du zur Polizei rennst. Nein, nein. Nein. Guck mal, bei dir mach ich nichts, okay? Weil du bist so, weißt Siehst Tutti, siehst Tutti. Warte, ganz kurz und sag mal ganz ehrlich, was hast Ja, du dafür bekommen? Nix, die haben gesagt, vielen Dank für deine Informationen. ja. Ja, genau so. Das sagen Bullen. Das ist, was die Und ich lernen hab in der ja. Schule.
Ja, und weißt du, was das Ding ist? Ich hatte ja gar keine Beweise, ich hatte nichts. Ich ging da mit leeren Dingen und dann habe ich halt so später einen Brief bekommen und meine Eltern haben den Gott sei Dank nicht gesehen, diesen Brief. Ich habe diesen Brief dann geöffnet, die haben gesagt, es gab nicht genug Beweise, um ihre Vermittlung weiterzuentwickeln, so bla bla bla. Wird eingestellt, wird eingestellt. Weil die haben diese, ja, wird eingestellt, die haben diese Typen halt so, sag ich mal, festgenommen, aber die hatten ja keine Beweise und oder irgendwas. Die haben auch einen Bluttest gemacht und aus dem Nix war da nix. Und das Ding ist, dieser eine Typ hat ja am Tag davor noch irgendwas genommen. Und ich war so, hä, wie kann das sein? Also ich weiß es bis jetzt nicht so, wie er damit durchgekommen ist. Aber Aus dem Nichts, da war nichts. Der sagt so, ich dachte mir, hä, wie hab's kann gerade das selber sein? nicht gehört. Aus Scheiße. dem Nix, aber nix. Suchen die dich jetzt auf oder was passiert mit dir? Also, wie geht's dir jetzt so? Du erzählst original das, was passiert. Ach, die suchen dich jetzt. Nein, nein, also zu der Zeit haben die mich gesucht dann. Und ich konnte mich für ein paar Tage nicht mehr also aus dem Haus trauen, weil ich so Ah, Angst hatte, dass die mich verdient. verfolgen. Kritik. Aber zu der Zeit habe ich auch dann immer eure Videos so geguckt, weil ich war so, ich muss mich so ablenken, Ah, weil Ehrenmann. wirklich, ich konnte nichts. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwie jetzt so sterbe, weil man weiß nie, was Nee, für wirklich. Leute Ey, so, heutzutage wie ist echt krank die krank. Menschen sind. Heutzutage ist wirklich krank. Diese, Ja. tut die 14-Jährige stechen sich gegenseitig ab und so mit Messern. Ja. Das 12 mm Klinge, denke ich mir so, what the fuck? Er kann froh sein, dass er nicht in London ist. Weil da wärst du zu Hause auch nicht sicher, hättest du verpetzt. Aber gut. Hast du was draus gelernt oder was sollen wir jetzt daraus lernen? Was willst du der Menschheit Naja, damit jetzt also vermitteln? es geht halt noch weiter. Es Wir geht halt haben noch dich gekriegt weiter. und du Dann bist gab es gerade bei einen Tag, denen. Ich muss gerade hier ein Statement was? setzen. Ja, Leute, nicht mit Leuten rausgehen, wo ihr nicht wisst, ob die vielleicht so Sachen am Stecken mit haben. Dingen zu tun haben wie, ja, genau Genau. so. Weil man weiß nie, was sie dir auch antun könnten. Egal wie nah Das du mit dieser stimmt. Person bist, du weißt nie, vertrau. Das stimmt, das Sehr gut. stimmt. Sehr Also gut. vertrau lieber auf dich, auf Gott, auf deine Familie, weil die sind am wichtigsten natürlich. Das ist sehr Und gut. Top. Gut gesagt, gut gesagt. vertrau auf Menschen, die halt wirklich, wo du weißt, okay, die könnten dich nicht verletzen oder so. Oder Das ist verletzt dich wichtig. emotional. Also, kleiner und schwächer ist immer Ja, gut, Leute. Leute, ja, genauso. Hey, Junge, Mars, du bist witzig. Warte, du bist Was? witzig. You are funny boy. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Mon fratello. Ach so, Was ja, was denn? geht? Bruder, Soll ich noch du weiterziehen schlägst. oder war's Ganz kurz, wir das? streiten uns. Mars, ganz kurz. Was ist dein scheiß Du machst. Problem? Ich war. Ja, Was? ist das to the beat oder was? To the beat. Ich Leute, mach, was für was ich will, Bro. Ich Drama. bin älter. Du kontrollierst mal jedes scheiß Mikro. Okay, Mars, red weiter. Ich war dann eine Woche lang oder so nicht mehr draußen, sage ich Okay. mal so ungefähr eine Woche nur. Und was mit Dann Schule? ging ich halt, ja, also ich bin halt noch in die Schule gegangen, aber ich bin da direkt nach Hause. So, ich Aber konnte war mich der gar nicht nicht mit mehr dir in der trauen. Klasse oder so? Also der einen, nee, nee, die waren alle, ich habe die halt alle nur wegen Höfchen gekannt. Aha, okay. Und Ja, chillst du jetzt noch am ja, Höfchen? also ich habe letztes Jahr noch mal ein bisschen dort gechillt, so bis August oder so, aber jetzt gar nicht mehr. Okay. Okay, gut. Mach das auch Ja, lieber auf jeden nicht. Fall. Ja, das ist besser. Dieser Ort ist einfach crazy, so wirklich. Das Ding ist, ich bin dann halt einen Tag, habe ich mich überreden lassen von diesem Freund, dass ich jetzt wieder rausgehe, weil der hat mir noch irgendwie ein bisschen vertraut, obwohl ich seine Freunde verraten habe. Naja, wär ich nicht so drauf reingefallen, weil als ich dann mit ihm rausgegangen bin, waren die dort. Oh. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also ich war so wirklich unter Stress. Ich bin einfach gerannt. Um mein Leben. Wirklich, ich bin Oh gerannt. nein. Ich musste mich dann für so einen Moment verstecken, weil ich musste kurz Luft holen. Ich habe so fett geatmet. Das war so, also ich war wirklich so, Adrenalin hat so reingekickt. Und ich war dann so, Scheiß, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe dann einfach meinen Vater angerufen, habe ihn gesagt, ey, kannst du mich schnell abholen? Ja, und ich laufe halt, ich renne dann halt weiter, ich weiß ja nicht, wann die jetzt wieder kommen, so weißt du. Ja. Und ich renne und renne und renne. Und dann plötzlich sehe ich so das Auto von meinem Vater und ich springe rein und ich sehe, wie die gerade noch von hinten kommen. Und ich fahre weg und das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie ein Fast Furious, Digga. So war es. Ich habe mich gefühlt wie Fast Furious. Was hat dein Ich Vater dachte kurz, gesagt? Film geworden. Ich dachte kurz. Wusste deine Familie Naja, davon? ich habe ihm das. Ich habe. Nee, nee, ich konnte das nicht erzählen. Nee, nee. Boah, Also, okay. ich erzähle es ihm vielleicht bald so. Ich habe ihm halt so gesagt, ja, diese Freunde, das waren so schlechte Freunde von mir. Die wollten so Spaß machen, habe ich ihm gesagt, so. Einen auf den. Weil ich konnte ihm das nicht erzählen. So, ich hatte noch so, weißt du, Spaß machen so mit kein der Klinge in der Vertrauen. Hand.
ruhig Spaß machen. Nein, die hatten, also die sind einfach so voll ohne irgendwas, weißt du, so, die hatten gar kein, die hatten eigentlich gar nichts dabei. Ich habe jetzt bis jetzt nichts von denen mehr gehört, also sehr gut. Ob die schon so verschwunden sind. Ich bin einfach jetzt glücklich, dass ich jetzt nicht mehr so damit was zu tun haben muss, so, weil es hat mich echt kaputt gemacht in der Zeit. Ey Leute, guck mal, wir haben jetzt gelacht und alle fanden es gerade witzig, okay. Aber jetzt mal Retalk, Leute, distanziert euch von solchen Menschen. Ich sag euch ehrlich, das bringt euch nur in Probleme. Wirklich? Weil guck mal, selbst wenn ihr nichts damit zu tun habt, früher oder später, könnt ihr trotzdem mit denen in Probleme kommen, wisst ihr? Ich meine, selbst wenn Marcus die jetzt nicht verpetzt hätte, können trotzdem Gerüchte kommen, weißt du? Der hat sich verpetzt oder so und da können auch Probleme kommen. Dann kommen ganz viele Leute plötzlich auf euch zu. Und heutzutage, Leute, die Jugendlichen irgendwie, die sind eh außer Rand und Band. Warte, weißt du, was da los ist? Aber hier im Chat steht auch schon, say no to drugs. Das ist auch noch eine gute Zusammenfassung. Marcus, das war wirklich eine krasse Story. Das war sehr interessant, voll witzig. Hat mich überrascht, positiv. War auch witzig, hast du gut erzählt. Props an dich. Eine meinte schon im Chat, das ist zwar so keine Seelensorge-Ding, sondern eher Storytelling, aber ganz im Ernst. Ist halt so, ne? Ja. Fand ich witzig. Ich fand's auch geil, das hast du gut gemacht. Ey, aber danke für deine Storytelling, sage ich jetzt mal, oder? Wie soll ich sagen? Ja, Storytelling. Doch, das passt, Storytelling. Nein, für das Teilen deiner Story, genau. Ach so, Digga. Storytelling. Der lacht mich einfach aus. Ey, kick den mal raus, reicht jetzt halt. Danke, Marcus. Danke, Marcus. Kuss, man sieht sich bestimmt mal wieder in der Stadt. Gerne, oder so. Gerne. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bestimmt. Safe. Geht man raus? Also ich bin Sona, 22 und ja, ich freue mich, hier mit euch ein bisschen zu sprechen, ne? Geil, wie süß. Okay, erzähl. Bei euch? Ach nix, wir sind hier ein bisschen am Labern. Hören zu, was du so zu erzählen hast. Erzähl ruhig. Yes, also folgendes, es geht so um, ja man kann schon sagen, Fake Friends, aber auch arbeitstechnisch ein bisschen was. War mal so, ich habe mit einer, also ich hoffe... Ich kann es erzählen, aber ich erzähle es jetzt einfach. Die Sache ist nämlich schon gegessen. Okay. Folgendes. Ich hatte mal eine gute Freundin, wir haben uns dann die Ausbildung gemacht. Und unser Team hat dann halt eine Angestellte gesucht, sag ich mal. Dann habe ich sie da hingeholt, war auch alles okay. Und ich bin halt an der Stelle, also in dem Betrieb, wo wir sind, bin ich schon 3,5 Jahre gewesen. Und sie war halt gerade mal eine Woche da. Die hat dann halt... sich dann irgendwann so aufgespielt und meinte mir dann irgendwie so Sachen sagen zu müssen. Ja, komm, ich mache jetzt dies, du machst jetzt das und so. Und hat einfach mir versucht, so Sachen vorzuschreiben, obwohl ich halt über 3 Jahre schon da war, ne? So Befehle. Da dachte ich mir schon so, okay, ja, kannst du nicht bringen. Es ist ja bei jedem so, weißt du? Jeder, der irgendwo neu anfängt, der weiß ganz genau, der muss sich erstmal an die anderen anpassen. Ja. Kann ja nicht selber entscheiden, was er da macht und so, ne? Geht ja nicht. Bei ihr war halt immer so, weil wir zusammen eben die Ausbildung gemacht haben und weil wir befreundet waren, privat auch noch, hat sie das so krass gestört, dass ich da halt so lange war, dass ich da alles drauf hatte, dass ich halt, ich sag, ich will jetzt mich jetzt nicht in diese Position bringen, aber ich hatte schon eine gewisse Position bei den Chefs, sag ich mal, ich bin ja länger da, die kennen mich und so. Und sie hat das immer richtig gestört. Ja. Richtig, richtig abgefuckt, ne? Und ich dachte mir so, hey, ich habe doch nichts gemacht und so, ne? Chill mal, ich kann auch nichts dafür, ne? Und das kann ich dafür, wenn ich geliebt werde. Irgendwann hat die dann versucht, die Arbeitskollegen gegeneinander aufzuhetzen. Okay. Die hat dem erzählt, die hat das über dich gesagt, die hat dann erzählt, die hat das über dich gesagt und es ging die ganze Zeit so weiter. Irgendwann kommt meine Arbeitskollegin zu mir und sagt so, ey, ich muss mal gerade mit dir reden. Ich so, ja, was ist denn los? Die so, kann es sein, dass du irgendein Problem mit mir hast? Warum ist das so? Warum denkst du so über mich? Ich sag, ist das gerade dein Ernst? Wie kommst du darauf, dass ich jemals irgendwie sowas gesagt hätte? Und dann meint die so, ja, die hat das gesagt. Mhm. Ich so, ey, das kann jetzt nicht sein, ne? Hat sie jeden gegeneinander aufgehetzt. So Lügen verbreitet. Und wie gesagt, ihr müsst im Hinterkopf haben, ja, richtig krank. Und ihr müsst im Hinterkopf haben, es ist halt eine gute Freundin gewesen, ne? Sowas denkt man in dem Moment nicht. Vielleicht so von fremden Leuten, die kurz anfangen, die kennst du nicht, von denen kannst du alles erwarten. Ja. Aber wenn du mit jemandem so lange Zeit verbracht hast und dann sich das Gesicht einmal komplett wendet, das ist so heftig. Ja, ja, krank. Natürlich. Wie lange habt ihr euch schon gekannt? 3 Jahre, über 3 Jahre haben zusammen die Ausbildung gemacht, von Anfang an. Aber ihr habt euch aber nicht davor schon gekannt? Nee. Also während der Ausbildung kennengelernt. Aber wir waren halt top, ne? Haben uns super verstanden, auch privat voll oft getroffen und so, weißt du, hat alles gepasst. Aber arbeitstechnisch, also Leute, an der Stelle kann ich euch wirklich ans Herz legen, bitte arbeitet nicht mit Freunden zusammen. Macht jeder, ich weiß nicht. Weil es wird... Das ist wie auch, nee, wenn...
wenn. Jedes Mal einfach in die Hose gehen. Ja, oder wenn Leute in einer Beziehung sein wollen und die sind dann so in derselben Klasse oder so. Wenn ihr euch trennt, ihr seid immer noch in derselben Klasse. Das ist so cringe. Es gibt so ein paar Ich Regeln, Leute, das schwöre. sind einfach No-Gos. Aber ich finde auch mit Freunden arbeiten oder mit Freunden ein Business starten immer schwierig. Ja. Weil vor allem im Business gehen die meisten Freundschaften kaputt. Auch familiär, wenn du mit, keine Ahnung, Geschwistern, mit Cousins oder mit Onkel, Tante oder so machst, ne? Ja. Dann ist es Kelleck. Vor allem, wenn man ganz eine Ausbildung zusammen macht. Stell dir mal vor, du hast nach einem Jahr Stress mit deiner Freundin oder so und ihr arbeitet jeden Tag zusammen. immer noch zusammen. Das ist halt so ein persönliches Problem, weißt du? Oh, das ist krank. Das ist wirklich krank. Und an der Stelle auch so, ich habe ja auch so ein bisschen was in der Selbstständigkeit gemacht. Und ich hatte, also eine Freundin macht das auch so in der Richtung, ne? Und die hat mich auch gefragt, ja, lass uns doch dann am Ende zusammentun, wenn wir so unser Business gemacht haben und so. Und ich weiß auch nicht, wie ich ihr das erklären soll, dass ich das nicht machen will. Deine Checkt ihr, was ich Freundin. meine? Ja. Ja, Du willst ja. ihr damit so sagen, ich kann nicht, weil ich weiß, wenn wir uns zerstreiten, dann sind wir am Arsch. Hä, sag's dir doch offen und Ja, ehrlich. ich bin da so, ich verletze gar nicht die Menschen. Ja, aber das ist ja so, du Immer ein sagst es bisschen ja nicht so schwierig. persönlich. Du sagst ja nicht, ey, ich lade dich nicht zum Geburtstag ein, weil du absolut scheiße bist, sondern du sagst, Business ist halt, du willst davon leben, du willst damit dein Ja, Brot du kannst es verdienen. ja auch gut Ja. formulieren. Du kannst ja auch sagen, ich habe Angst, dass unsere Freundschaft wegen der Arbeit kaputt geht. Und deine Freundschaft ist dir wichtig. Das ist Ja, einfach. das ist gut. Das ist lügst du mich auch immer so an, Horner? Also, ja, von wo denkst du, habe ich es gelernt? Irgendwo muss der herkommen. Und wie seid ihr jetzt verblieben? Ja, folgendes: Am Ende war das halt so, die hat halt dann auch mit meinem Chef Sachen abgezogen. Und mein Chef hat sowas noch nie von jemandem gesehen. Die hat zum Beispiel mal das Auto von der Kollegin angefahren, hat die nicht gejuckt, Was? dann hat Wo? die keine Krankmeldung reingebracht. Ja, so richtig, weißt du, so random. Die kam einfach mal, musste mal das Auto rausfahren, weil wir haben so einen Firmenwagen, wisst ihr? Aha. Die musste den mal rausfahren, weil wir so einen komischen Hof haben, da kann man nicht richtig parken. Dann musste die rausfahren. Und mein Chef hat die halt rausgelotst. Der meinte so, ja, kann man hier mit dem Wagen rausfahren? Ich helfe euch so, wie ihr da rauskommt, ne? Hat er das gemacht und meinte so, ja, fahr mal geradeaus, also nach hinten. Und die ist halt so jemand gewesen, ich Aus sag nur Prinzip aggressive nein. Fahrerin. Ja, und so richtig so, kennt ihr diese Leute, wenn die fahren? Ich weiß nicht, ob ihr so seid, ich will jetzt erstmal nichts sagen. Wenn ihr fahrt, so mit dem Lenkrad direkt so rumswitchen. Wisst ihr, so links, rechts, Gas geben und so. Ja. So, weißt du, man denkt, GTA, ich schwöre. Die ist auf jeden Fall komplett, hat die eingedreht und er meinte halt geradeaus und ist dann voll in das Auto von meiner Kollegin. 5.000 € Schaden, Digga. Boah. Richtig komplett Türe da. Wie wurde es dann Und wisst behoben? ihr, Ja, das ist wahrscheinlich über die also wir über haben die das Firma dann, versichert. ja, Ah, okay. genau, richtig, genau. Perfekt. Haben wir so gemacht, weil das erste so, als sie es gemacht hat, die hat erstmal die Schlüssel genommen, einfach meinem Chef hingeschmissen und meinte so, hier, können Sie jetzt selber rausfahren. War dann voll abgefuckt auf sich selber und ist dann einfach gegangen. Perfekt. Und Boah, ich jeder kann nicht normale mit Mensch, solchen. ja, richtig krank. Sorry, wenn ich manchmal rede, ne, weil der Ton verzerrt sich Ja, ich manchmal weiß, ich nicht. weiß, alles gut. Passt. Also manchmal nicht. Also jeder normaler Mensch, der zum Beispiel irgendwie ein Auto anfährt oder sonstiges, geht ja dann zu der Person, entschuldigt sich oder sagt irgendwas, ne? Wisst ihr, was die macht? Die geht dahin und sagt, also meine Versicherung übernimmt das jetzt nicht. Übrigens, ich habe eben dein Auto angefahren. So. Echt? Digga, richtig krank, Alter. Und dann, sorry, wenn ich manchmal so rede, ne? Boah, ich muss mir das ein bisschen abgewöhnen. Ich gucke ein bisschen zu viel Alles gut, Krankenhausvideos. sympathisch. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ja, war das halt so No-Go. Mein Chef wollte die dann kündigen, ne? Der hatte richtig Hass auf die. Ja, der ist dann zu ihr gegangen. Mein Chef ist halt wirklich ein direkter Mensch. Wisst ihr, der geht direkt zu der Person und ist dann zu ihr einfach hingegangen und meinte so, ey, ich wollte dich gerade einfach kündigen, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Aber die Mädels wollen dir noch eine Chance geben, weil der hat uns das vorher gesagt und wir dachten, komm, wir probieren nochmal mit der, wir wollen nicht so gemein sein. Ja. Und sagt ihr das einfach ins Gesicht und meinte dann auch so, ja, entweder du nutzt das jetzt oder du kannst gehen, ist mir egal, so, juckt mich nicht. Hat er ihr einfach ins Gesicht gesagt. Klar, Ja. was hat die dann gemacht? Die hat dann am nächsten Tag gekündigt, von Perfekt. selber. Aber hätte ich auch, erstens, wenn Ist ich ja meinem klar, die Chef wollte ins nicht Auto gekündigt fahre werden. oder also sein Auto kaputt mache, dann bleibe ich ganz sicher nicht mehr da drin, wenn ich eh nicht so ein Nee. gutes Verhältnis habe oder so, weißt Alle du? hassen dich Und dort. wenn er sagt, ich will dich kündigen, aber ich mache es nicht nur, weil die anderen dir noch eine Chance geben, werde ich mir so denken, Junge, diese Chance, Dann gehe ich selbst. ich gehe selbst so. Wirklich so. Ja, Aushalte. in der Hinsicht kann ich es natürlich auch verstehen. Klar, da hat ja keiner Bock drauf zu bleiben, wenn der Chef dir sagt, der hat keinen Bock auf dich. Kannst Ja, du und sagen, in auf jeden welcher Fall Branche das ist? Praxis. Ah, Also so. Arzthelferin. Ah, okay. Und du hast schon gesagt. Okay, gut. Was jetzt so das größte Problem ist, wir waren halt eine Gruppe, man kennt das ja in der Ausbildung, wenn man mit mehreren Mädels sich irgendwie zusammentut oder so. Wir waren halt eine Gruppe, haben auch immer was unternommen und so. Dann hat sie bei unseren Mädels erzählt, dass ich der Grund wäre, warum sie gekündigt worden ist. Okay. Und die haben es geglaubt. Die hat jedem einfach geschrieben, so aus dem Nichts,
Ja, ich bin jetzt wegen Sona gekündigt worden. Ich dachte mir so, Alter, was habe ich denn jetzt damit zu tun? Aber die haben hatte nicht einfach geglaubt, meinen oder? Namen. Nee, die wussten auch direkt, weil die kennen mich alle. Die wissen ja, wie ich drauf bin. Und die wissen ganz genau, ich bin nicht so ein Mensch und so. Und die meinten direkt so, nee, da kann irgendwas nicht sein. Stimmt irgendwas nicht und so. Und die hat allen einfach die Worte im Mund zusammen, so, wie sagt man das? Vertreten. Verdreht. So. Und ganz, die hat immer so, die hat aus allem einfach immer die Sachen geändert. Zum Beispiel, die hatte sich mal ein Auto gekauft in einer auffälligeren Farbe, hat das auf WhatsApp gepostet und ich habe einfach nur hingeschrieben, als Reaktion, krass auffällige Farbe und so ein Lachsmiley. Dann hat die allen gesagt, ich würde die wegen ihrem Auto mobben. Okay. Wegen der Farbe. Aber warte mal, wie hast du es geschrieben? Du Richtig. hast geschrieben, auffällige Farbe mit Lachsmiley, so einen auf Auffällige auffällige Farbe. Farbe. Du bist erbärmlich, deine Ja, Familie ist ist das nicht schlimm? erbärmlich. Die hat da voll das Fass draus gemacht. Ja, aber ich würde das auch persönlich nehmen, wenn mir jemand schreibt, voll auffällige Farbe mit Lachsmiley. Kann man schon falsch verstehen, ja. Mein Gott, sorry. Ich würde auch über dich lästern und Sachen erzählen in der Praxis. Oha, Junge, chill mal. Die labert. Nein, aber die weiß ja, ich habe es auch nicht böse gemeint und so, ne? Und ich bin der Letzte, der irgendwas sagt und so, aber halt, keine Ahnung, ich finde es so komisch. Wenn du halt mit den Menschen, mit denen du so gerne die Ausbildung gemacht hast und so auch privat, ey, die war bei mir zu Hause, die hat von meinem Teller gegessen, wir haben da Essen gemacht, sonstiges. Und dann kommt sowas. Aber ich muss kurz sagen, Das ey, ist aber auf jetzt seid jeden ihr ja Fall. keine Freunde mehr, ist doch voll Und traurig. Vielleicht hat sie auch ja, irgendwas, so das ist ist jetzt das wirklich Leben halt. ernsthaft. Es gibt auch Menschen, die haben wirklich irgendwie so psychische Probleme und Ja. es kommt mit der Zeit und jetzt, keine Ahnung, vielleicht braucht ihr einfach nur Hilfe. Ja, haben wir es am Ende auch gedacht, aber keine Ahnung. Ich bin halt so jemand, wenn ein Mensch einmal so bei mir verkackt hat, dann hat er für immer verkackt. Ich kann dann auch nicht direkt verzeihen und so. Bei mir dauert das ziemlich, ziemlich lange. Und Was wenn die macht deine schon Freundin erzählt, dass jetzt? ich der Grund bin, die macht den gleichen Bereich, aber nur woanders, in irgendeiner anderen Die so, terrorisiert jetzt die da Praxis. hinten. Hauptsache nicht mit euch. Ja, soll ich euch mal was sagen? Was Die, sag? also wir Mädels in meiner Stadt, wir sind ja alle so vernetzt, ne? Mit den, also die mit mir die Ausbildung gemacht haben. Wir sind richtig viele Mädels. Alle Praxen sind hier vernetzt und so. Wenn eine Termin braucht, ich sage, ey, komm morgen und so. Wisst ihr? Und da arbeiten auch zwei Freundinnen von mir und die haben mir erzählt, dass die halt da ist und die meinten auch, da macht die genau das Gleiche. Hä, aber ganz Ja, kurz, ja. warum macht die das? Ich check's nicht, was ist ihre Intention? Bruder, keine Ahnung, irgendein Syndrom, was noch nicht erfunden worden ist oder so, hat die, ist bei ihr jetzt als erstes diagnostiziert worden, keine Die ist Ahnung. einfach, wie nennt Richtig, man das? richtig krank. Patient X oder so, so der Erste. Ich schwöre, ist wirklich so. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Manchmal, die ist noch anstrengender als die Patienten in der Praxis. Checkt ihr, was ich Boah, meine? ja. Boah, Junge. Aber du bist jetzt fertig mit der Ausbildung und ihr habt jetzt in Ja, ich der bin jetzt schon seit 4 Jahren da. und in der Praxis, ihr habt da jetzt gar keinen Stress mehr. Nee. Ich schwöre, war die weg, alles wieder top. Friede, Freude, Eierkuchen, alles in Ordnung. Manchmal hakelt es auch nur an einer Person, ich sag dir ehrlich. Ist wirklich so, ist wirklich so. Ja. Deswegen guckt auch immer, wo ihr arbeitet, dass euer Team passt, weil wenn eine Person da so Unruhe reinbringt, werdet ihr nie glücklich sein. Ist wirklich so. Ich glaube, jeder hat in seinem Beruf, ich glaube wirklich, dass bei jedem im Beruf so die Arbeitsatmosphäre wirklich so fehl am Platz ist. Ich kenne so viele, die sagen, Ja. dass sie auf der Arbeit sich dort gar nicht wohlfühlen und einfach nur nach Hause wollen. Und dann denke ich mir so, als Chef musst du eigentlich gucken, dass es den Arbeitnehmern einmal gut geht, weißt du, dass deine Mitarbeiter sich gut untereinander verstehen, die müssen jetzt nicht beste Freunde werden. Aber du musst gucken, dass es so passt. Wenn du so Leute nimmst, weil ich weiß nicht, du musst Menschenkenntnisse haben und der Chef ist ja der, der am Ende entscheidet, wer reinkommt ins Team. Ja, Verstehst aber du? was ist, wenn sie davor, guck mal, die waren ja auch befreundet, was, wenn sie davor normal war und es hat sich so da drin entwickelt, weißt du, dass sie so wurde? Da war sie Also, schon eingestellt. ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber wäre ich ein Chef von der Praxis oder so und ich würde merken, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterin immer wieder dafür sorgt, dass alle anderen Mitarbeiter nicht zufrieden sind oder sich unwohl fühlen, verstehst du? Und das wirkt sich ja dann auch auf die Arbeit aus, verstehst du? Ja, natürlich. Die fangen an, untereinander, keine Ahnung, zu lästern, Meckereien, krankschreiben, bla bla bla. Und du hast auch so eine Fresse, wenn du arbeitest und das ist nicht gut, wirkt sich auch auf die Patienten aus und so. Dann würde ich gucken, dass die eine Person eine andere Praxis findet oder irgendwie gekündigt wird. Wisst ihr, was ich meine? Das, was Tutti eben gesagt hat, das war ja das, was mein Chef gemerkt hat. Der hat ja gecheckt, die Stimmung ist irgendwie nicht. Der ist, weißt du, der hat das selber gemerkt und hat dann auch von sich aus gesagt, der will dir dann kündigen. Weißt du, nicht, weil wir das gesagt haben. Er hat das von selber aus gesagt. Aber wir meinten so, nee, komm, lass mal, wir machen noch mal Gespräche und so. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Hat aber im Endeffekt nichts gebracht. Also, Aber bei deinem ja. Chef war ja so der ausschlaggebende Grund für die Kündigung nicht ihr Verhalten, sondern dass sie sein Auto kaputt gefahren hat. Ja, Bruder.
Erstens das, auch weil die so keine, kennt ihr diese Leute, die keine Reue zeigen und so? Ja, das stimmt, komisch, das stimmt einfach. Auch. Ich glaube, hätte jemand das Auto kaputt gefahren und der hätte sich so richtig geschämt und oh mein Gott, tut mir so leid und sowas, weißt du, was ich meine? Ja. Hätte so richtig bereut, dann wäre es ja nicht so dramatisch, weil es kann jedem passieren, ist so, ja. Man ist versichert. Aber ja. Wenn man so frech ist, Digga, dann würde ich sie auch kündigen wollen. Weil es trotzdem dein Chef am Ende ist. Ich schwöre, der war so abgefuckt, weil der hat sowas nie erlebt. Der macht den Job ja auch nicht seit 2 Jahren. Das ist schon so viele Mitarbeiter und der meinte auch so, das habe ich noch nie in diesen 20, 30 Jahren erlebt. Ich finde es krass, dass, dass du jetzt dich wohlfühlst auf der Arbeit und dass ihr die losgeworden seid. Entfolge ich auch auf Insta und entferne sie auf WhatsApp. Obwohl, soll ich mal sagen, ich musste gar nichts machen. Die hat irgendwie alles entfernt, so, weil die am Ende sauer war. Deswegen musste ich nicht machen. Boah, Alter, also richtig. Erlebt. Boah, die war stinksauer. Ja. Die war stinkig. Also wenn man entfernt, ist man wirklich sauer. Ja, Bruder, das war sauer. Dann Exona, danke für deine geile Story. So. Danke euch, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Viele Grüße an alle, die gerade drinnen sind. An den und Chat. Ich freue mich auf eure Storys. Okay. Du bist so süß. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ihr habt mal auf Discord im Chat scrollt etwas nach oben, da ist ein Bild von Tutti. Nee, danke, Ailo. Nee, Dorin macht das jetzt. Guck mal, was ist das für ein Ding? Guck mal, bei mir war das so. Mann, die reagieren. Ganz kurz. Und dann noch diese. Gib mal kurz die Maus, Digga, das ist mein Bild. Guck mal hier, diese fettige Strähne. Okay? Finger in der Nase. Soll ich mal nachstellen? Ich bin Lena und ich bin 16. Und ich wollte meine Story erzählen. Und woher kommst du, Lena? NRW. Okay, sehr cool. Okay, also es war so, in der Schule, wir waren alle so miteinander und ich war halt dann noch mit diesem einem Mädchen befreundet. Ich sag halt jetzt nicht Name und so. Und so, auf einmal, sie geht zu meinem, also er war da noch mein Freund, geht sie zu ihm und fragt, ob die und sich später sich treffen wollen. So. Und eigentlich war ich schon mit ihm verabredet. So, und dann schreibe ich ihn so später, mit wem er sich jetzt trifft und so. Er so, ja, klar, mit dir und so. Dann gehe ich zu ihm. Auf einmal, ich gehe hoch in sein Zimmer. Auf einmal, er sitzt da mit meiner ehemaligen besten Freundin in dem Zimmer. Oh, okay. Ich habe gerade Lachkick. Alles gut, red weiter. So, und dann schreit sie mich an, was ich hier zu suchen habe. So, dann habe ich mir so gedacht, so, hey, ich habe doch gar nichts gemacht, so. Und und dann bin ich halt gegangen und dann hat sie mir später geschrieben, so, und so, was mein Problem war und so, habe ich gesagt, so, hä, nicht. Lena, eine Sekunde. Es ist so komisch gerade. Ey, du machst das super, eine Sekunde nur. Du machst das super, sorry. Wir sind gerade blöd. Alles gut. Ich sehe euch die ganze Zeit. Ach so, du siehst uns. Das ist, weil Tutti, die denkt an komische Sachen und da muss ich auch lachen. Alles gut, red weiter. Ja, alles gut. Du machst das super. War, du bist süß. War total mutig. Und dann war so, sie schreibt mir und dann, ich komme in die Schule, sie kommt zu mir und knallt mir eine. Wer, deine und Freundin? Dann, also sie gibt mir, Backpfeife und fragt mich, was ich von ihrem Freund will. Und da habe ich mir so gedacht, so, hä, geht der mir gerade fremd? Und dann, ich gehe zu ihm, ich so, gehst du mir gerade fremd? Er so, ja, ich habe gedacht, wäre okay für dich. Sie ist ja deine Freundin. Was? Niemals? Mit 16? Ja. Aber wie standst du zu der Freundin? War es deine beste Freundin, eine Freundin, eine Bekannte? Ja, die war meine beste Freundin. Warum dachte er, dass es okay für dich wäre? Um Gottes Willen, für wen ist es denn okay? Weil sie meine beste Freundin war. Und deswegen hat er gedacht, wäre okay für sie und so. Und warum macht sie das mit? Ich habe gesagt, weiß ich ja nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich mache mit ihr Kontaktabbruch. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben, gar nichts. Und bin auch zu ihm gegangen, habe gesagt, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben, gar nichts. Ja. Und jetzt vor einer Woche, er schreibt mir wieder und sie schreibt mir jetzt auch wieder. Beide, auf einmal. Du blockierst sie bitte hoffentlich, ne? Ja, ich wollte gerade sagen... Ich hoffe, das hast du super gemacht, weil einfach distanzieren von den beiden. Du musst denen gar nicht mal so erklären, wie du dich fühlst und was die getan haben, wie scheiße das war. Genau. Weil das ist ein normaler Menschenverstand, wenn ich es nicht von Anfang an bist, brauchst du denen auch nicht beibringen. Einfach distanzieren und ich wollte auch gerade sagen,
wirklich am Ende des Tages, solche Leute, die kommen immer zurück. Und du hast es schon bestätigt, die kommen immer wieder zurück. Ja, sowas braucht man auch nicht. Das brauchst du nicht, du bist viel besser als sie. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Danke. Ich bin wirklich stolz auf dich, wirklich hast du gut gemacht. Lena, ich finde es das toll, dass du so ein starkes Selbstbewusstsein hast und auch dich getraut hast, hier reinzugehen. Ja, wir waren die ganze Zeit voll warm. Oh, wie süß du bist. Mir war die ganze Zeit voll warm, ich hatte die ganze Zeit richtig Angst, dass ich mich verspreche und so. Nein, du hast das perfekt gesprochen. Das hast du super gemacht, das war gerade dieselbe Tonlage. Nein, du hast perfekt gesprochen. Ey, Leute, ganz kurz. Einmal Herzen im Chat für Herzen Lena. Herzen im Chat für Lena. Danke. Lena, konzentrier dich bitte auf die Schule. Konzentrier dich nicht allzu viel auf Jungs. Mach ich. Falls die wahre Liebe kommt. Nee, auch nicht drauf konzentrieren. Mach ich auch nicht mehr. Nur auf die Schule, okay? Ja, vor allem Jungs in dem Alter. Ja. Also, die meisten, sage ich jetzt mal, die meinen das eh nicht so wirklich ernst. Die wollen Erfahrungen sammeln, bla bla bla. Geh da einfach nicht zu sehr drauf ein. Konzentrier dich auf dich selbst. Weiß deinen Wert. Das hast du hast schon gut gehandelt. Die wahre Liebe kommt von selbst, ja? Und die wird niemals sich betrügen. Niemals. Ja. Sehr gut. Danke, Lena. Danke, dass du hier warst, Lena. Bitte. Tschüss. Los, bleib, tschüss. Wie du bist. Bleib, ciao. Wie du bist. Ciao. In diesen 8 Monaten Twitch, die wir jetzt schon machen, war das der größte Lachflash, den ich jemals hatte. Also ich habe wirklich geweint und ich musste wirklich aufstehen und meine Nase lief. Tutti hat gerade wirklich den so geweint. Würde ich wirklich so lachen, wenn Holland einen Freund hat, so, aber das war halt bis jetzt noch nie so. Aber Lena, Bro, du hast alles zerfickt gerade. Bruder, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob Lena auch wirklich 16 ist. Das war das Ding. Das hat auch Chat gemerkt. Chat, vor allem Lila, Bruder, hat so oft reingespammt. Bitte nur ab 16 schicken, bitte nur ab 16 schicken. Und die dachte sich so, ich sag einfach, ich bin 16. Aber Lena, ich bin mir nicht sicher, ob du 16 warst. Selbsthilfegruppe, nicht Seelsorge. Ey, Ariana, danke. Das schreibe ich mir direkt auf. Jeder, der in diesem Stream gerade nicht dabei war, der tut mir gerade, also auf der ganzen Welt, inklusive Biden, Obama, Trump, die tun mir alle gerade leid, dass sie nicht dabei waren. Das war gerade wirklich witzig.